was. Da ist ja noch was. Ach, da hinten ist auch noch eine. Erinnerung aktivieren. Lass mal Jason gesehen, mal rasten. Der hat ja genug durchgemacht. Erinnerung aktivieren. Es sieht zwar falsch aus ohne Wasserfall, aber ja gut. Erinnerung aktivieren. Says there aren't benefits to a life of wandering. Ja, das sieht irgendwie richtiger aus. Wahrscheinlich geht die hier runter, oder? Erinnerung aktivieren. Rühren. Says there aren't benefits to a life of wandering. Trocknung aktiviert und jetzt trocknen wir den aber aus. Jeden Mal verändern wir das Ganze. Jetzt merke ich das.
Ticken gezahnt nach vorne ist. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Ist das unschön. Das sieht halt schöner aus. Das sieht vollständiger aus. Wüssten wir aber... Schon. Irgendwo alles in Ordnung. Hier kann man nur sitzen, okay. Jetzt können wir hier nur noch sitzen. Dann reden wir jetzt mal im Jet. Sie sitzt einfach nur still da und genießt die Zeit allein mit ihren Eltern. Es ist besser, sie in Ruhe zu lassen. Ach. Bringt ja nichts, also... Gehen wir zurück? Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne noch ein wenig länger hier bleiben. Tut mir leid. Der Stamm wartet auf Nachricht von uns. Ja, gib mir nur etwas mehr Zeit. Geht ihr schon mal vor, ich komme hinterher. Nach einer gewissen Zeit beschließt ihr, diese Quelle der Oase zu verlassen. Ja. Ich fühle mich jetzt viel besser, danke. Bist du sicher, es ist in Ordnung, wenn du dich noch ein bisschen ausruhen willst? Ja, gehen wir zurück. Wir müssen Matriarchin Bubble von unserer Reise berichten. Na gut, wenn du das sagst, dann mal los. Kein Teleport oder so? Hätte ich jetzt noch erwartet.
Wir sind gesund und munter zurückgekehrt, Matriarchin Babel. Wir haben das Geheimnis der Oase der Ewigkeit entdeckt und den Zugang für den Stamm geöffnet. Ich danke dir für die Gelegenheit, dass ich den lang gehegten Wunsch meiner Eltern erfüllen konnte, auch wenn sie nicht von der Nid gesegnet wurden. Nicht zu danken, mein Kind. Ich habe deinen Wunsch immer am Herzen getragen. Es ist meine Pflicht als Matriarchin, die Wünsche der Jungen zu erfüllen. Danke. Gut gemacht, Jed. Also dann die Sache mit Asterik. Du hast recht, es ist ein Verräter, ohne Zweifel. So, ihr wusstet also bereits, dass Asterik euch verraten würde? Nein, er war einfach nur ein Verdacht. Ich habe ihn die ganze Zeit auf der Reise beobachtet. Ich hätte nur nicht erwartet, dass er seine wahren Absichten so schnell preisgeben würde. Matriarchin Babel hat mich gewarnt, aber ich habe ihn damals geglaubt. Hier ist der Beweis für seine Kollaboration mit den Fatui. Edo wird die Briefe von Adelphi, der Matriarchin Babel. Sei bitte nicht traurig, Matriarchin Babel. Ja, ich habe schon lange geahnt, dass er untreu ist. Es ist nur eine Schande, dass ich nicht die Chance hatte, ihn persönlich zu erledigen. Ich hatte so große Hoffnung in ihn gesetzt. Aber jetzt wird das Umfeld des Stamms immer gefährlicher und ich habe zwei Personen verloren, in die ich viel Zeit und Mühe investiert habe. Nun kann ich nur noch auf dich zählen, Jed, und mir in den Angelegenheiten des Stammes zu helfen. So, das heißt, Jed wird befördert oder herzlichen Glückwunsch, Jed. Befördert, dieses Wort ist in der Wüste nicht oft zu hören. Bei uns Wüstenbewohnern gibt es keine Hierarchie. Am Ende wird derjenige, der für die meisten Angelegenheiten zuständig ist, die größte Macht in Zukunft haben. Jed, die Zukunft von Danit ruht jetzt auf deinen Schultern. Bitte enttäusche den Stamm nicht. Dann, du sagst also, dass ich jetzt wirklich zum Stamm Danit gehöre? Stell keine dummen Fragen. Ich habe dich immer als eine von uns gesehen, was auch immer früher geschehen ist. Du bist die Tochter von Danit, die denselben Blut wie wir. Ja, danke. Haben wir vielleicht vergessen, etwas Verdächtiges zu erwähnen? Eda, kannst du dich erinnern, ob wir etwas Verdächtiges gesehen haben? Über die verlassenen Lager in der Schlucht. Ja. Du hast einst andere Menschen in die Oase geschickt und sie dort sterben lassen. Dann hast du das sogenannte Verbot erfunden und die anderen verhindert, dieses Ort zu betreten, nicht wahr? Allerdings hast du uns ermöglicht, tief in die Gefahr zu gehen, ohne davon zu erzählen. Warum hast du das getan? Verehrte Lilupa, bitte erlaube mir, mich für all die bisherigen Unannehmlichkeiten und Missverständnisse zu entschuldigen. Ah, du hast recht, wir haben die Ruinen von Gurabet und die Ursa der Ewigen schon seit geraumer Zeit erforscht. Ich habe viele meiner Leute dorthin geschickt. Dank ihrer Bemühungen konnten wir heute die Position der Gelände dieser Orte bestimmen. Nur das Risiko ist zu groß, die meisten von ihnen sind nie wiedergekommen, sodass nur selten Informationen erhalten wurden. Aus diesem Grund habe ich die Erkundung eingestellt und diese Gebiete als Verbotszonen des Stammes ausgewiesen. Der Verräter Asterik hat einst eine Truppe angeführt, die die Schlucht und die Ruinen erkundet hat, und so dachte ich, ich könnte ihm vertrauen, dass er euer Reiseführer sein würde, aber dies hat er uns nie erzählt. Denn ich wusste von Anfang an, dass du unversehrt zurückkehren würdest. Du bist diejenige, der ich am meisten freue. Du tapfer und vorschlaft, wild und klug. Auch deine Sanftheit und Aufrichtigkeit im Umgang mit den Leuten, im Stamm und deinen Freunden. All das habe ich gesehen. Wenn meine Tochter nicht von der Wüste mitgenommen worden wäre, wäre sie wohl wie du aufgewachsen und unbeirrt in allen Gefahren, und kein Sandsturm könnte sie verschlingen. Deswegen glaube ich an dich und bete in Stillen für dich. Entschuldigung, dass
Entschuldigung, dass ich an dir gezweifelt habe, Matriarchin Bubble. Nein, es ist meine Schuld, dass ich eure Zweifel und euer Misstrauen geweckt habe. Ich bin diejenige, die stattdessen um Vergebung bitten sollte. Entschuldige mich, mein Herr. Ich war zu misstrauisch. Ich freue mich, dass wir alle Missverständnisse ausräumen konnten. Du bist unser verehrter Gast, Eta. Der Stamm Tanit wird dich immer im offenen Arm empfangen. Verehrter Herr, verehrter Herr der Djinn, egal was du brauchst, lass es mich einfach wissen. Ich werde mein Mögliches tun, um es zu erfüllen. Egal was? Egal was. Ich möchte ein Erinnerungsstück haben. Hä, wollen wir nicht Mora? Es lohnt sich, der Freundschaft mit der Nied zu gedenken. Bitte nimm dieses bescheidene Geschenk an. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Gut, ich will euch nicht länger aufhalten. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Herr der Djinn, möge es nicht lange dauern, bis du uns wieder besuchst. Schließlich brauchen wir dich und Nilopar. Ja. Da haben wir jetzt einiges erlebt. Schade eigentlich hier wegen der Wüste. Da habe ich noch keine Ahnung. Aber das eine will ich direkt mal probieren. Wir haben neue Symbole. Time to go. Sandschub ersticken. Sand herbeirufen. The wind knows. Sandsturm ersticken. That's close enough. One with nature. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Sandschuppen war. Oder ob wir den überhaupt brauchen. Sandschuppen herbeirufen. Der Wind knows. Bisschen verwirrt, aber okay. Generell ein Sandsturm oder wie? Sandsturm erstickt. Shattered.
Inazuma shines eternal. Hier, ich habe noch keine. Moment, hier hinten ist doch so ein Ding. Hier ist so ein komisches Ding. Das irritiert mich. Das irritiert mich einfach nur gerade. Ja, das. Into the wind. Bringt uns das wegen den Sandsturm? Ich sehe den Unterschied gerade nicht. So, jetzt geht der Wind. Ersticke? Also, wenn ich das richtig verstehe, ist... Nö. Das ist okay. Ich weiß gerade noch nicht, wie oder was. Gerade hier dabei sind. Ging doch eigentlich relativ schnell. Brings a smile to my face. Im Großen und Ganzen. Time to go. Wind strike. Bin ich jetzt, was die Djinn-Kraft angeht, noch ein bisschen verwirrt. Mal sagen. Time to go. Die Erkundung. Follow the wind. Wird auf den Stream so gesehen verschoben. Und ansonsten. Jetzt habe ich was gesehen. A fateful offering. Da oben war was. Sind wir hier aber gelandet? Ist auch noch was. Noch eine Tür. Ja. Also ist, wir haben noch ein bisschen was zu lösen, aber das, wie gesagt, das war eben so gesehen auf den Stream, denke ich mal, soweit. Wir haben so gesehen das Event, das kann ich dann auch noch im Stream machen. Von daher, storymäßig sind wir soweit durch und wir haben
70% schon. Von daher, wenn es irgendwie noch was Interessantes gibt, questmäßig oder sowas, sehen wir uns dann in der nächsten Folge bis dahin oder ja, je nachdem halt. Schauen wir mal. Erkundung im Stream, wie gesagt. Von daher, bis zur nächsten Folge. There are